Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 27. Juli. Heute dabei Kaspersky, Pokémon Go, Watchbox, Google und eBay. Beginnen wir mit einer guten Nachricht. Kaspersky, die Antivirenspezialisten aus Russland, haben nämlich jetzt eine freie Antivirensoftware herausgebracht oder bringen sie jetzt gerade heraus. Die war schon bereits im Test in ein paar Ländern und jetzt ist es soweit. Die ist in den nächsten Tagen frei verfügbar in den USA, Kanada und in vielen asiatischen Ländern. Also im Text steht Asia Pacific Countries. Also ich weiß nicht, was da alles reinfällt, aber es ist zumindest nicht Deutschland, logischerweise. Und halt die ganzen anderen Länder in Europa und auch Deutschland, die werden dann von September bis November bedient. Also, freie Antivirensoftware für den PC, gute Sache. Im Gegensatz zu der Konkurrenz ist bei Kaspersky die ganze Sache auch nicht werbefinanziert. Man wird also nicht mit Werbeanzeigen praktisch bezahlen müssen, sondern man bezahlt mit den Daten. Denn die Daten, die die freie Antivirensoftware sammelt, von den Viren, von den gescannten Dateien, die sollen Kaspersky helfen, einfach ihre Engine zu verbessern und da reingefüttert werden, damit das gesamte Produkt für alle besser wird. Finde ich einen guten Deal. Kann man machen, wenn man entsprechend Antivirensoftware braucht. Pokémon Go. Da war ja am Wochenende das große Event, was ja nicht so toll lief für Niantic in Chicago. Aber am Ende des Tages gab es ja die großen Boni, die jetzt immer noch laufen, wo man das X-fache an Bonbons, Sternstaub und weiß der Teufel was bekommt. Und es gab die ersten beiden Legendary Pokémons. Und da gibt es nämlich jetzt Neuigkeiten zu. Also wir haben ja begonnen mit dem Arctos. Arctos heißt er, glaube ich. Das ist der legendäre Pokémon für das blaue Team. Den kann man derzeit fangen. Und dazu gab es dann halt immer noch den Lugia. Das war der erste freigeschaltete von den legendären Pokémons. Und der bleibt auch erstmal. Aber der Arctos, der wird nämlich nicht bleiben. Der ist nur noch bis zum 31. Juli fangbar über die Fünfer Raids, wo man mit 10 bis 20 Leuten aktiv zusammen den bekämpfen muss, um ihn dann auch möglicherweise fangen zu können. Und danach kommen nämlich die beiden legendären Pokémons für das gelbe und das rote Team. Das wäre der Lavados, der kommt dann am 31. Juli und den kann man bis zum 7. August fangen, also eine Woche lang. Und am Ende der Zapdos, der dann vom 7. August bis zum 14. August gefangen werden kann. Also, wen es interessiert, der muss sich dran halten. Es gibt nur diese kleinen Zeitfenster. Mich würde es nicht wundern, wenn die irgendwann nochmal kommen, aber wahrscheinlich dann auch nicht dauerhaft, sondern auch wieder für kleine Zeitfenster. Und was man jetzt fängt, das hat man, sag ich mal. Der Lugia, der bleibt bislang erstmal dauerhaft im Spiel. Auf jeden Fall hat Niantic dazu keine weiteren Informationen gegeben, dass der rausgenommen wird. Und damit gehen wir zum nächsten Thema und das ist nämlich RTL. RTL hat sich von ihrem Videoportal Clipfish verabschiedet. Das wurde 2006 gestartet und haben nun mit Watchbox ein neues Streaming-Portal eingeführt, was komplett kostenlos ist. Man muss sich auch nicht anmelden, man kann direkt gucken und es finanziert sich durch Werbeeinblendungen. Natürlich kann man da jetzt nicht die Highlights wie bei Netflix erwarten, aber trotz allem, es sollen über 1000 Filme und 3000 Serienepisoden zur Verfügung stehen. Alle, wie gesagt, umsonst, mit ein bisschen Werbung finanziert. Und es wird halt auch für iPhone, iPad und Apple TV entsprechende Apps geben. Also, wer da Interesse hat, kann sich's mal angucken und hat da nochmal Content für lau. Google, die haben bereits vor einiger Zeit für Android die Trusted Contacts App veröffentlicht. Trusted Contacts, das ist die Location Sharing App von Google, in der man Trusted Contacts, also vertrauensvollen Kontakten, also beispielsweise Familienangehörigen, besten Freunden,
den Standort freigeben kann, damit die sehen können, wo sind jetzt die anderen und man sich so beispielsweise verabredet oder sich wieder finden kann. Wie gesagt, bislang nur auf Android, aber nun steht halt auch die iOS-App am Start und dann funktioniert auch übergreifendes Sharing der Location, also von Android zu iPhone und umgekehrt. Und man kann es nutzen. Ich finde es eine praktische Sache. Ich bin ja eh großer Freund von Location-Based Services. Und sowas Ähnliches gibt es ja auch schon, auch zum Beispiel auch von Apple, die Friends-App, die dann halt nur auf Apple läuft. Und Google selber hat ja was Ähnliches auch mit Latitude im weitesten Sinne schon am Start. Naja, jetzt ist es wieder da und bin mal gespannt, wie es angenommen wird. Und wenn wir beim Thema iOS-App sind, dann sind wir jetzt bei eBay und der Weg von Google zu eBay ist gar nicht mehr so weit, denn bei Google gibt es ja eine Bildersuche, wo man ein Bild hochladen kann und dann wird dieses halt von Google gesucht und man bekommt ähnliche Bilder angezeigt. Und eine Bildersuche will jetzt auch eBay in seine App integrieren. Man ist dann beispielsweise irgendwo in der City, sieht ein interessantes Objekt, was man eventuell gerne kaufen würde, kann das abfotografieren, das Bild bei eBay hochladen in die Suche und eBay zeigt dann die Ergebnisse an, wo beispielsweise eine Auktion oder ein Sofortkaufenangebot mit diesem Objekt auf der eBay-Plattform ist. Wie gut das funktioniert, werden wir sehen. Selbst die Google-Suche ist auch nicht so hundertprozentig, aber schon relativ gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich eine interessante Funktion ist, die auch nochmal Leute animiert, mit einem Foto mal eben schnell bei eBay einzukaufen. Und gehen wir wieder einfach mal zurück zu Google, denn Google schafft die Instant Search ab. Die Instant Search, also Instant-Suche, schwieriges Wort. Das ist die Suche, wenn ihr im Suchfeld einen Suchbegriff eingibt, hat Google am Desktop direkt unten die Ergebnisse rausgeschmissen und wenn ihr weiter eingegeben habt, hat Google die Suchergebnisse aktualisiert. Das wird jetzt abgeschafft, denn das gibt es beim Mobile auch nicht. Und dafür gibt es jetzt übergreifend, also Mobil und Desktop, praktisch die Variante, dass wenn man seinen Suchbegriff eingibt, dass man Vorschläge bekommt, was man eventuell sucht oder wie man den verfeinern kann. Also sprich, man fängt an, was einzugeben und direkt klappt es auf und man bekommt halt verwandte Suchanfragen, ähnliche Suchanfragen und erweiterte Suchanfragen angezeigt. Ja, ich fand die Instant Search eigentlich immer eine ganz nette Sache, finde aber die Suchvorschläge wahrscheinlich am Ende des Tages weitaus interessanter und besser und nützlicher für den allgemeinen normalen Anwender. Aber jeder wie er mag. Und jeder wie er mag, würde ich auch mal sagen, hier beim Geek Talk Daily. Wenn ihr mögt, dann hört morgen wieder rein. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei iTunes und eine Bewertung, würden wir uns sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in den Donnerstag. Morgen ist dann der letzte Arbeitstag der Woche und bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.